greifen Sie nach unseren Sternen und erleben Sie individuelle Mobilität auf höchstem Niveau. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Der Dienstag bei TV Allgäu Nachrichten. Grüß Gott und herzlich willkommen. Heute gibt es bei uns folgende Themen. Zoff in Kaufbeuren. Wie geht es weiter mit dem Ausbau des Reifträgerweges? Gymnasium in Buchloe. Was bis zur Eröffnung 2014 alles geschehen wird. Und Islam in Marktoberdorf. Wie die neue Moschee eine Begegnungsstätte der Religionen werden möchte. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Ziemlich heftig gestritten wird derzeit in Kaufbeuren und das, sagen wir mal, nicht immer ganz sachlich. Thema der Diskussion: eine geplante Umgehungsstraße für den Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz. Seit Jahrzehnten schon soll hier der Reifträgerweg ausgebaut werden, und zwar um die Sudetenstraße im Zentrum verkehrstechnisch zu entlasten. Aber ebenfalls seit Jahrzehnten regt sich Widerstand gegen diese Pläne. Die Gegner des Straßenbauprojekts haben sogar den Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags angerufen und der hat sich heute die Situation und, das war nicht zu vermeiden, auch den teilweise emotional geführten Streit aus der Nähe angeschaut. Anselm Stern und Peter Böhr berichten. Rund 25.000 Fahrzeuge fahren pro Tag durch die Sudetenstraße in Neugablonz. Eine enorme Belastung, nicht nur für die Anwohner. Die Stadt Kaufbeuren will das zusammen mit der Gemeinde Germeringen ändern. Wie diese Karte zeigt, soll der Reifträgerweg von Neugablonz nach Germeringen ausgebaut und so zur Umgehungsstraße werden. Die Ziele der Stadt Kaufbeuren sind die Entlastung der Sudetenstraße und des gesamten Südostens von Neugablonz, vom Verkehr, von Abgas, von Lärm. Wir haben hier Gewerbegebiete, die nicht vernünftig erschlossen sind und der Schwerverkehr geht durch Wohngebiete durch und durch die Sudetenstraße. Und für die Gemeinde Germeringen ist es das Ziel, dass Gemeindeteile, die derzeit nur über Kaufbeurer Grund erreichbar sind, künftig auch über diese Straße besser mit dem Hauptort Germeringen verbunden sind, dass man auch ein Gewerbegebiet, das es bereits gibt, besser nutzen kann und damit landwirtschaftliche Flächen im Bereich Germeringen schont. Freunde und Feinde dieses Straßenbauprojektes trafen heute zahlreich in Neugablonz aufeinander. Die Gegner, also einige Bürger, einige Initiativen und der Bund Naturschutz, hatten den Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags angerufen, der sich heute, unter anderem vertreten durch Paul Wengert, ein Bild vor Ort machte. Der Ausbau des Reifträgerweges zerstöre den Wald und sei nur der Auftakt. Neue Gewerbegebiete würden folgen, klagen die Projektgegner. Außerdem sei die angekündigte Verkehrsentlastung zu gering. Laut Kommunen würde die Sudetenstraße dank der neuen Umgehung um 14%, also um 3.600 Fahrzeuge pro Tag entlastet. Also man muss davon ausgehen, dass wenn man eine merkbare Lärmentlastung haben will, muss man eine Reduzierung von Lärm um 3 Dezibel haben und das erreiche ich einfach nur bei einer Halbierung des Verkehrs. Und da sind wir also meilenweit davon entfernt, von diesen 14%, die jetzt prognostiziert werden. Und die Prognosen sind meistens aus unserer Erfahrung auch noch eher positiv pro Straßenbau geschätzt. Also wenn wir überhaupt so viel hinbekommen, wäre es schon toll, aber daran glaube ich eigentlich nicht. Also ich verstehe jeden, der gegen ein Vorhaben ist, man muss sich mit den Argumenten auseinandersetzen. Allerdings das, was der Bund Naturschutz anführt, dass eine Entlastung von 15% zu wenig ist, um diese Straße zu bauen, teile ich nicht, weil es eine Belastung in Spitzenzeiten wegnimmt. Das heißt, wenn wir an der Sudetenstraße am Morgen und am Abend den dicken Verkehr haben, dann gehen die Autos über den Reifträgerweg weg. In der Nacht wird hier niemand fahren. Und insofern ist das auf jeden Fall gerechtfertigt. Fest steht, die Mitglieder des Petitionsausschusses werden einige Eindrücke mitnehmen nach München. Petitionsausschuss ist kein Entscheidungsgremium. Wie wird es da jetzt weitergehen? Der Petitionsausschuss kann nur Empfehlungen beschließen, die dann an die Staatsregierung gehen, in unterschiedlicher Qualität. Wir können sagen, durch die Stellungnahmen der Staatsregierung ist die Petition erledigt. Wir können aber auch sagen, die Staatsregierung
soll die Einwände der Petenten würdigen oder, das wäre die höchste Stufe, berücksichtigen im weiteren Verfahren. Allerdings muss man natürlich ganz klar sehen, es handelt sich hier um kommunales Planungsrecht. Und den Kommunen steht aufgrund der Selbstverwaltungsgarantie hier eine große Freiheit zu. Sie müssen aber im Rahmen ihrer Planung natürlich die allgemeinen Gesetze beachten, insbesondere in diesem Fall das Bayerische Waldgesetz. Und das dürfte wohl die größte Hürde sein. Wie sicher ist es, dass diese Umgehung kommt? Aus unserer Sicht sehr sicher. Allerdings muss man wirklich bis zum Schluss auch mit Einwendungen und Gerichtsverfahren rechnen. Und da wissen wir ja alle, dass man das nicht sicher prognostizieren kann. Aber wir jedenfalls tun alles dazu, dass das ein Erfolg wird. Wann was gebaut wird, ist also noch nicht endgültig entschieden. Bis das der Fall ist, wird in Neugablonz wohl fleißig weiter diskutiert. Nach langem Hin und Her und viel Kritik ist es jetzt soweit. Das Gymnasium in Buchlohe startet schon 2011. Ursprünglich war der Start erst für 2014 vorgesehen. Nächstes Jahr gibt es zwar noch keinen Neubau, aber die ersten Klassen werden dann schon unterrichtet. Das Gymnasium wird seinen Lehrschwerpunkt auf den naturwissenschaftlich-technologischen und sprachlichen Bereich legen. Der Neubau selbst wird etwa 25 Millionen Euro kosten. Getragen wird diese Last vom Landkreis, der Verwaltungsgemeinschaft Buchlohe und dem Staat. Evelyn Priep und Peter Böhr haben mehr Informationen dazu. Diese Wiese sorgt für Gesprächsstoff und das schon seit mehr als 2 Jahren. Hier soll nämlich das neue Gymnasium in Buchlohe entstehen. Nach einigen Rückschlägen haben Ministerpräsident Seehofer und das Kultusministerium letztes Jahr endlich grünes Licht gegeben. Und jetzt ist es soweit. Seit etwa einer Woche gibt es konkrete Pläne und Termine. Wir haben einen ganz wichtigen Schritt jetzt tun können bei der Frage, mit wem arbeiten wir zusammen? Wer hilft uns, dass wir die ersten Klassen natürlich schon frühzeitig auf die Reise schicken? Erste Botschaft 2011 schon, kommen die ersten Vorläuferklassen, wir sagen Pionierklassen, weil sie richtig jetzt die ersten sind, die sich auf den Weg machen. Zweitens, wir werden es in der Grundschule in Buchlohe machen können. Also die ersten Klassen werden in der Comenius-Grundschule ein Zuhause finden für 2 Jahre. Und drittens, wir arbeiten mit dem Jakob-Brucker-Gymnasium als Betreuungsschule zusammen. Betreuungsschule bedeutet, dass das Gymnasium für die Übergangszeit von 2 Jahren die Lehrer in der Comenius-Grundschule stellt. Das Kultusministerium hat aus etwa 6 Schulen im Umkreis von Buchlohe das Jakob-Brucker-Gymnasium ausgewählt. Dabei waren die Kompetenz und die Größe der Schule ausschlaggebend. Das Erste ist, dass wir das durchaus als eine Auszeichnung sehen. Also man muss uns nicht mit dem Finger drohen, ihr müsst das machen, wir machen das gerne. Das ist das eine, aber das andere auch, weil wir es als Chance sehen. Das ist eine Chance für uns an so einem wichtigen Neubau, den noch niemand erlebt hat, weder meine Lehrkräfte noch ich, teilzunehmen. Wir hoffen, dass wir uns auch einbringen können in den Aufbau dieses Gymnasiums. Wir denken auch daran, dass vielleicht das eine oder andere hier gemacht werden kann, was so bei unserer großen Schule nicht so leicht möglich ist. Auf dieses Abenteuer lässt sich auch die Volksschule in Buchlohe gerne ein. Vor 4 Jahren hat die Grundschule einige Klassen abgegeben und somit mehr Platz bekommen. Den müssen sie nächstes Jahr, wenn die Pioniere des Buchloher Gymnasiums kommen, wieder abgeben. Unsere Schulfamilie wird größer, man lernt voneinander. Es hat sicher viele gute Aspekte. Und es ist natürlich wichtig einfach für unsere Schüler, dass das Gymnasium nach Buchlohe kommt. Das ist somit eigentlich der Grund für viele meiner Kollegen und Kolleginnen, dass wir sagen, das G8 beansprucht so viel Zeit und diese Zeit ist sehr eingegrenzt, wenn das Kind zum Fahrschüler wird. Die Freizeit findet dann auf dem Bahnsteig statt und das sollte einfach nicht sein. Und diese Zeit schenken wir gerne unseren Schülern und das ist somit einer der Hauptaspekte, warum viele sagen, ja, da rutschen wir für 2 Jahre jetzt einfach mal zusammen. Nach den 2 Jahren können die 3 Jahrgänge mit jeweils 3 Klassen dann hier, wo jetzt noch die Wiese ist, in das neue Gebäude einziehen. Die offizielle Informationsveranstaltung zum Thema Gymnasium Buchlohe findet am Donnerstag, den 25. November um 20 Uhr in der Hauptschule in Buchlohe statt. Dort sind alle willkommen. Mehr Informationen finden Sie auch im Internet unter www.gymnasium-buchlohe.de. Themawechsel. Wegen im wahrsten Sinne des Wortes heißer Wäsche musste gestern die Feuerwehr Kempten ausrücken. Hintergrund des Ganzen, eine 45-jährige Kemptnerin hatte ihren Wäschetrockner angeworfen und das Haus verlassen.
Kurze Zeit später bemerkte die 17-jährige Tochter eine Rauchentwicklung im Hausgang. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den lichterloh brennenden Trockner aber schnell wieder löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ja, und bei uns gibt es jetzt eine kurze Pause. Danach geht es dann weiter mit den aktuellen Meldungen aus der Region. Bleiben Sie dran. Jetzt neu in Kempten-Urselersried. BayWa Baustoffe. Wir beraten Sie bei Neubau und Modernisierung, Innenausbau und Gartengestaltung. Vom Keller bis zum Dach, alles aus einer Hand. Baustoffe und Bauwerkzeuge namhafter Hersteller in Profiqualität. Wir liefern direkt an Ihre Baustelle. Mit Kompetenz und Topqualität immer gut beraten. Bauen Sie auf Qualität. BayWa Baustoffe. 10-mal im Allgäu. Wo Feiern ein Erlebnis ist. Im Hotel-Restaurant Sonnenhang in Kempten. Einzigartig, stilvoll und unvergesslich. In traumhafter Lage. Hier fühlen Sie sich wie zu Hause. Für Ihre Feiern sind wir immer für Sie da. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Sonnenhang-Team im Hotel-Restaurant Sonnenhang in Kempten, Mariaberger Straße. Einzigartig im Allgäu. Steinstarke Ideen aus Naturstein für die Gestaltung Ihres Gartens. Faszination Naturstein auf über 2000 Quadratmetern. Im Ideengarten Ihrer BayWa Baustoffe in Buchloe und Kempten. Bauen Sie auf Qualität. BayWa Baustoffe. 10-mal im Allgäu. Hallo, guten Abend. In jeder Situation klare Sicht mit der Femto Sekunden-LASIK. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Die Meldungen vom 26. Oktober 2010. Die Warnstreiks bei der Bahn haben heute Morgen auch im Allgäu zu erheblichen Behinderungen geführt. Unter anderem kam der Verkehr auf den Strecken Kempten-Kaufbeuren-Buchloe und Memmingen-Buchloe zeitweise vollständig zum Erliegen. Die Gewerkschaften Transnet und GdBA fordern einen Branchentarifvertrag für die Beschäftigten der Deutschen Bahn und ihrer privaten Konkurrenten. Um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen, legten zahlreiche Beschäftigte heute ihre Arbeit nieder. Nach nicht ganz einem Jahr sind die Baumaßnahmen an der Berufsschule in Immenstadt abgeschlossen. Bei einem Rundgang konnte gestern Abend Landrat Gebhard Kaiser die Ergebnisse seiner Investition präsentieren. Insgesamt kostete die energetische Sanierung des Bauteils A und die Renovierung der Friseurräume 1 4 Millionen Euro. Davon stammen 740.000 Euro aus dem Konjunkturpaket 2. Den Rest der Kosten hat der Landkreis übernommen. Kaiser betonte aber, dass die Maßnahmen auch ohne Konjunkturpaket durchgeführt worden wären. Uns ist ganz wichtig, dass die berufliche Ausbildung und Weiterqualifizierung auf einem hohen Stand steht. Und deshalb ist es mir und dem ganzen Kreistag von großer Bedeutung, dass auch die Rahmenbedingungen, angefangen von der Technik bis zu der Gebäudeerneuerung, dass es einfach passt und dass sich die Schülerinnen und Schüler hier wohlfühlen. Und deshalb hat der Landkreis auch immer in den zurückliegenden Jahren und auch in diesem besonderen Programm auch eigenes Geld in die Hand genommen, um die jungen Menschen für ihre, im Rahmen ihres Berufs Ausbildung zu begleiten und beste Rahmenbedingungen zu schaffen. Bei der Sanierung wurden die Außenwand, die Fensterflächen und das Flachdach überholt. Zudem wurde eine Entlüftungsanlage installiert. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Bauarbeiten überwiegend von Firmen aus der Region durchgeführt werden. Ab 2011 sollen auch noch das Internat und der Gebäudeteil C saniert werden. Auf der A96 bei Leutkirch ist heute Morgen ein Reisebus mit 40 Fahrgästen verunglückt. Verletzt wurde aber niemand. Die 64-jährige Fahrerin war mit ihrem Bus aus bislang ungeklärter Ursache zuerst aufs Bankett geraten und dann in die Mittelleitplanke geprallt. Dabei rutschte der Bus rund 200 Meter weit. Die Reisegruppe setzte ihre Fahrt in Richtung Riviera mit einem Ersatzbus fort. Die Autobahn war für die Bergung kurzzeitig gesperrt.
Bad Hindelang wird Testregion für allergikerfreundlichen Urlaub. Staatssekretär Gerd Müller hat heute in Berlin einen entsprechenden Förderbescheid übergeben. Demnach sollen alle anderen Kommunen von den Erfahrungen profitieren, die Bad Hindelang jetzt machen kann. Ziel ist es, ein speziell auf Allergiker zugeschnittenes Urlaubsangebot zu entwickeln. Dabei geht es unter anderem um spezielle Anforderungen an allergikerfreundliche Zimmer oder besondere Angebote in Restaurants. Trotz des schlechten Sommers sind die Winzer am Bodensee zufrieden mit der diesjährigen Weinernte. Im Vergleich zu einer durchschnittlichen Ernte sei der Ertrag je nach Rebe um 10-30% zwar zurückgegangen, dennoch sei die Qualität des diesjährigen Weines gut. Damit hatten die Winzer am Bodensee noch Glück. Andere Weinanbaugebiete verzeichneten eine wesentlich schlechtere Ernte. Zum Sport. Der Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren leidet unter schwindenden Zuschauerzahlen. Früher waren auch in sportlich schwächeren Zeiten durchschnittlich rund 2000 Zuschauer ins Eisstadion am Berliner Platz gekommen. In dieser Saison waren es im Schnitt rund 400 Zuschauer weniger. Das macht pro Spiel ein Minus von rund 6000 Euro. Um den Verein vor einer finanziellen Schieflage zu bewahren, schießen die drei Vorstände Kielhorn, Settele und Dollhofer jeweils 10.000 Euro bei. Gleichzeitig hofft der Verein auch auf Unterstützung von Sponsoren und Leuten, die dem Verein wohlgesonnen sind und zuletzt natürlich auch auf die Zuschauer. Zum Derby am Freitag gegen Landshut erwarten die Verantwortlichen rund 2.500 Zuschauer. Bulli ist um 19.30 Uhr. Ja, und das waren die Meldungen vom 26. Oktober und wir schauen jetzt, was Petrus in den kommenden Tagen für uns bereithält. Top-Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. Die Nacht zum Mittwoch wird erneut kalt, aber klar. Die Temperaturen sinken bis auf minus 7 Grad im Oberallgäu. Der morgige Tag beginnt teilweise neblig, vor allem am Bodensee. Schnell klart es dann aber auf und es wird schön. Bis zum Nachmittag klettert das Quecksilber dann noch auf 8 Grad. Der Himmel zeigt sich vornehmlich von der sonnigen Seite. Auch der Donnerstag und der Freitag werden freundlich. Trotz kalter Nächte wird es von Tag zu Tag wärmer. Zum Wochenende können bis zu 14 Grad erreicht werden. Zum Sonntag hin zieht dann langsam Regen auf. Der Islam gehört zu Deutschland. Mit diesem Satz hat Bundespräsident Christian Wulff eine teils hitzige Diskussion ausgelöst. In der Praxis aber, und da hat Wulff durchaus recht, ist der Islam schon in vielen Gemeinden in Deutschland angekommen. Ein Beispiel: Marktoberdorf. Denn dort wurde jetzt eine Moschee eröffnet, die sich aber vor allem als Begegnungsstätte unterschiedlicher Kulturen und Religionen sieht. Steffen Konrad und Markus Wessely mit den Einzelheiten. Es ist der islamische Halbmond, der sich seit kurzem in Marktoberdorf in den bayerisch-weiß-blauen Himmel erhebt. Er gehört zu einem 15 Meter hohen angedeuteten Minarett, das zu der neuen Moschee im Gewerbeviertel gehört. Träger ist der türkische Verein Marktoberdorf, der die Gebetsstätte mit Hilfe von Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Eigenleistungen gebaut hat. Doch soll dieses Gebäude weit mehr sein als ein reiner Ort fürs Gebet. Moschee ist nur ein kleiner Teil. Das soll ja ein Kulturzentrum, sprich eine Begegnungsstätte für alle werden. Sprich für alle Konfessionen, auch die Jugendarbeit. Also sind alle recht positiv, die kommen auch während der Bauphase, sind tagtäglich Leute vorbeigekommen, haben sich dieses Gebäude angeschaut und ich denke, das wird schon. Entsprechend diesem Wunsch macht alles einen offenen Eindruck. Mit Hilfe vieler Infoplakate sollen neugierige Besucher einen Einblick in Leben und Glaubensfragen von Muslimen erhalten. So wollen die Verantwortlichen den Besuchern Scheu und Ängste nehmen. Dieses Konzept hat sich offensichtlich auch schon bei Planung und Bau bewährt. Bei der Genehmigungsphase hatten wir, die ging recht schnell vonstatten und man hat gemerkt, dass eigentlich Interesse da war, was das für ein Gebäude wird, wie es wird. Neugier war natürlich da, klar. Und wir hatten im Vorfeld schon zu Gesprächen eingeladen mit der Stadt Marktoberdorf und dadurch haben wir eigentlich die Ängste der Menschen eigentlich nehmen können, die es natürlich auch gab, klar. Noch sind ein paar Kleinigkeiten, beispielsweise in der Verzierung des Gebetsraums, zu erledigen. Dennoch wird der Verein das geplante Budget von knapp 900.000 Euro wohl einhalten können. Dass der Islam zumindest bei einigen Marktoberdörfern tatsächlich in deren Mitte angekommen ist,
zeigen die Bilder vom Eröffnungstag. Bei Festzelt und Gegrilltem scheinen die Unterschiede zwischen den Kulturen zu verschwimmen. Ja, und jetzt gibt es hier eine kurze Pause. Danach geht es dann weiter mit unserer Wirtschaftsreihe. Diesmal waren meine Kollegen bei Continental in Lindau. Lifestyle mit unverwechselbarem Flair, vollendetem Komfort, unendlicher Vielfalt. Erlebnisküche, der Mittelpunkt des Wohnens und Lebens. Mit geballter Kompetenz und Fachwissen planen wir für Sie Ihre Traumküche. Für jeden Anspruch und Wohnstil. Wählen Sie aus 50 Marken. Küchenmeier in Kempten. Die Küchennummer 1 im Allgäu. Clevermax Möbel in Clevermax Qualität zum Clevermax Preis mit Clevermax Finanzierung. Clevermax in Kempten. Meyers Möbel Discount. Bärige Wärme für Ihr Zuhause. Von einem Partner, auf den Sie sich verlassen können. Mehr Qualität und mehr Service. Und immer da, wo Sie uns brauchen. Kessler, Energie für das Allgäu. Mineralöl, Erdgas und Holzpellets. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Rund um die Uhr und auch am Wochenende. Rufen Sie uns an. Du kannst doch nicht mal richtig lügen. Andrea Berg, das sensationelle neue Album Schwerelos. Andrea Berg, die neue CD. Jetzt überall erhältlich oder unter 080 3x5 03. Holzpellets von Kessler. Ein hochwertiges Markenprodukt aus heimischer Holzwirtschaft. Zuverlässig geliefert von Kessler. Energie für das Allgäu. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Informieren Sie sich. Zum Ersten. Vertrauen gewinnen. Durch kompetente Beratung bereits bei der Einlieferung. Zum Zweiten. Vielfalt entdecken. Große und kleine Schätze finden ihre neuen Liebhaber. Zum Dritten. Spannung erleben. Faszination, Versteigerung in diskreter Atmosphäre. Wertvolles von Hand zu Hand. Allgäuer Auktionshaus in Kempten. Erst vor kurzem hat die Technische Universität Braunschweig ein Auto getestet, das selbstständig fährt, per Autopilot quasi. Doch bis das System ausgereift ist, werden noch ein paar Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, ins Land gehen. Aber schon heute gibt es Systeme, die das Autofahren leichter und vor allem sicherer machen. Zum Beispiel ABS, ESP oder auch Einparksensoren. Anfangs, vor einigen Jahren noch, wurden diese Systeme noch belächelt. Mittlerweile aber sind sie in vielen Autos serienmäßig eingebaut. Ein Unternehmen, das solche Fahrerassistenzsysteme entwickelt, ist Continental Lindau. Und meine Kollegen Christina Lessig und Manfred Fiener haben sich für uns das Unternehmen einmal angeschaut. Der Wirtschaftsbericht, präsentiert von Glas Trösch. Glas Trösch in Kempten im Allmai. Räume für Träume. Die Wirtschaftsreihe hat meinen Kollegen Manfred Fiener und mich heute nach Lindau geführt. Dort steht nämlich Continental Lindau und hier werden Fahrerassistenzsysteme entwickelt und getestet. Wie das genau funktioniert, haben wir uns mal angeschaut. Es ist gar nicht lange her, dass Continental Lindau seine neuen Bürogebäude eingeweiht hat. Ein deutliches Signal für den Standort am Bodensee. 300 Mitarbeiter zählt Continental Lindau jetzt. Testingenieurin Janina Sieb arbeitet gerade an der Verbesserung des Spurhalteassistenten. Dazu kann sie verschiedene Umweltszenarien wie zum Beispiel Nebel simulieren. Regelmäßige Tests während der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen sind wichtig. Ja, Fahrerassistenz ist auf der einen Seite sehr testintensiv auf der Straße. Das heißt, wir fahren
zum Teil mehr als 1 Million Kilometer, um ein System danach freigeben zu können. Zusätzlich werden natürlich in dieser Zeit Daten aufgenommen. Diese Daten werden auf unserem Testdatenserver gespeichert. Wir haben da zurzeit ca. 500 Terabyte Speicher zur Verfügung. Nächstes Jahr werden wir es wahrscheinlich schon wieder verdoppeln müssen. Dort werden unsere Daten gespeichert und dann auf die Systeme wieder eingespielt, um dort sowohl Software als auch Funktion der Systeme dann zu simulieren. In der Werkstatt montiert Kfz-Elektriker Sven Pohling gerade einen Bildschirm in ein Testfahrzeug ein. Während der Fahrt werden dort die Testdaten der eingebauten Fahrerassistenzsysteme angezeigt. Die funktionieren über Radar, Kamera oder Infrarotsensoren oder einer Kombination daraus. Egal ob in einem Pkw oder einem Lkw. Den bereitet Testingenieur Marcel Schodinker gerade für eine Testfahrt vor. Fahrerassistenzsysteme sollen den Komfort für den Fahrer mit der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer vereinen. Für die LKWs gibt es schon seit einiger Zeit eine gesetzliche Regelung, dass LKWs ab 2013 sowohl eine Notbremsassistenz als auch eine Spurhalt- oder Spurwarnfunktion haben müssen. Ich denke, wir brauchen uns nur die Nachrichten jeden Tag anschauen, um uns klar zu werden, was es bedeutet, wenn eben ein LKW hinter einem Stau stehen bleibt und nicht mehr in den Stau hineinfährt. Nebenan arbeitet Testingenieur Anton Irsic an einem Fahrerassistenten, der beim Autofahren den toten Winkel überwacht. Auch hier sind wieder Radarsensoren und Kameras im Einsatz, die jetzt eben überprüft werden. Eingebaut in ein Fahrzeug funktioniert dieser Fahrerassistent dann über visuelle und haptische Signale. Im Außenspiegel erscheint ein Warnsymbol. Außerdem vibriert das Lenkrad kurz. Dadurch wird der Fahrer auf die Situation aufmerksam gemacht und eine Kollision im besten Fall verhindert. Damit die Systeme auch bei extremen Umwelteinflüssen funktionieren, testet Entwicklungsingenieur Jens Hümer die Geräte heute in der Temperaturkammer. Alle Fahrerassistenzsysteme müssen auch bei Temperaturen von minus 40 bis plus 85 Grad noch funktionieren. Ja, jetzt haben wir so viel über die Entwicklung von Continental hier in Lindau gehört. Jetzt wollen wir natürlich auch ausprobieren, ob das funktioniert. Wir probieren jetzt das Notbremssystem aus. Da bin ich mal gespannt, wie das klappt. Erst einmal schnalle ich mich an, wie immer beim Autofahren. Solche Fahrbahnschwellen darf das Notbremssystem nicht als Hindernis erkennen. Das Auto fährt also normal weiter. Erst wenn ein größeres Objekt wie ein anderes Fahrzeug auftaucht, bremst das System automatisch. Ich habe in diesem Fall nicht gebremst, sondern tatsächlich das Auto. Vor allem im Stadtverkehr soll das Notbremssystem Auffahrunfälle verhindern. Ja, an das Notbremssystem, da könnte ich mich durchaus gewöhnen. Herr Hammerschmidt, wie kommt das System denn bei Ihren Kunden an? Sehr gut. Sie sehen, dass im Prinzip dieses System hier beim Volvo eingebaut ist. In dem Fall reden wir von einer Standardausrüstung im Vergleich zu vielen anderen Fahrerassistenzsystemen, wo wir heute noch Option sind. Die Nachfrage ist sehr gut, kommt bei den Endkunden sehr gut an, kommt bei den Automobilherstellern sehr gut an. Und neben Volvo gibt es noch eine zahlreiche von anderen Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, um dieses System in den Markt zu bringen. Jetzt war ja die Automobilbranche, die Automobilzulieferer, die waren von der Krise mehr oder weniger gebeutelt. Hat das auch Continental in Lindau getroffen? Continental hat es getroffen, ja. Continental Lindau konnte sich nicht ganz entziehen. Aber wir reden hier vom Bereich Fahrerassistenzsysteme. Dieses Wort Fahrerassistenzsysteme ist in aller Munde derzeit, wenn man über zukünftige Autos spricht. Und wir sehen heute, die Vorhersagen zeigen, dass wir Wachstumsraten in den nächsten Jahren pro Jahr von 40% sehen werden. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, das werden wir auch in der Zukunft sehen. Heißt das, dass die Geräte dann zukünftig auch günstiger werden? Momentan liegen sie ja bei mehreren hundert, mehreren tausend Euro zum Teil. Werden die günstiger? Die werden günstiger. Diese Entwicklung, die haben wir in den vorhergehenden Jahren schon beschritten, die werden wir auch weiterhin beschreiten. Früher konnten Sie solche Systeme nur in den Luxusfahrzeugen erwerben. Heute finden Sie die auch schon in sehr vielen Mittelklassefahrzeugen. Und der Trend wird weiterhin in Kleinfahrzeuge gehen. Herr Hammerschmidt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Und damit gebe ich zurück ins Studio.
Ja, und das war TV Allgäu Nachrichten am Dienstag. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Morgen geht es hier bei uns dann unter anderem um die aktuelle Cholera-Epidemie auf Haiti und um die Hochwasserkatastrophe in Benin. In beiden Gebieten ist nämlich die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica aktiv und deren Geschäftsführer ist morgen hier bei uns im Studio. Ich wünsche Ihnen nun noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss, für Gott. Auf Wiedersehen. Holz und Bau Espermüller in Kaufbeuren. Ihr Beratungszentrum rund ums Bauen und Renovieren.